Wir können klebrige Leuchtstangen machen mit einer Leuchtstange und einem Glibber. Die kleben dann sozusagen an den Wänden fest. Au. Mach ich mal. Oh, mach ich mal gar nicht. Ja. Ja. So, und wir brauchen noch eine Holzklappe hier vorne. So, damit wir sozusagen immer leichter da reinkommen. Natürlich auch mal unseren Bogen benutzen, mal den zeigen. Ist ganz nett, ist halt ein Bogen, ne? Okay, das Wichtigste ist, wie weit wir hochspringen. Ich glaube so. Hopp. Ah, ja, gut, perfekt. So. Dann reicht das zuerst mal für Behausung. Ich glaube, wenn wir 50 Silber haben, kommt der Verkäufer. Oh. Ja, ja, so, Sternschnuppe gefunden und direkt verstaubt. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Sternschnuppen, die geben uns irgendwann mal Mana. Die ist dann so richtig die Leistung. Die Leiste. Leistung sage ich schon. So. Machen wir mal davon. Eine Potion, da steht 50. Stellt sie wieder her. Die machen wir auf Pilz und sowas alles. So, das, was jetzt eigentlich die Aufgabe ist, ich gehe mal an die andere Seite. Da man links sehr schnell zu dieser Corruption Zone halt kommt. Wollen wir da mal nicht hin? Weg da, Zombie, böser Zombie. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich glaube nicht, dass ich die Helligkeit hier noch so umstellen kann. Ich guck mal ganz schnell. Nee, kann ich nicht. Also nicht zumindest im Spiel. So, Saat, 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 Saat. Ein Vogel. Ein bisschen Saat hier einsammeln. So. Da oben waren wir, haben das Kupfer mitgenommen. Leuchtet was. Da haben wir uns mal da langsam hin. Da müssen wir den Baum hier fällen, leider. Der Zombie kommt näher. Geh weg. Geh weg, Zombie. Ich will dir nichts tun, Zombie. Ah, ein Dämonenaltar. Die Frage ist, ob wir da überhaupt durchkommen, weil normalerweise sind sie mit so einem besonderen Stein geschützt. Ich glaube, der Ebony-Stein oder so heißt der. Und durch den kommen wir leider noch nicht. Das brauchen wir nämlich Dämonen. Demonite-Äxte. Wow. Komm her! Kann auch auf dich spucken. Hier! Mein Gott, ey. Der ist da so ungünstig reingefallen. Ich will jetzt nicht unbedingt meinen einzigen Trank benutzen, obwohl ich ihn sozusagen einer guten Situation bin. Mein Gott, es kommt mir so vor wie 300. Egal wie viele Zombies hier kommen, ich kann sie immer abwehren. Ich kann sie immer zurückschlagen. Kann man das sehen? Nee. Oh. Nein! Oh, cool, Silber. Gut, dass wir doch hier noch weit weggegangen sind. Ich glaube nämlich, dass es nur Stein, der so komisch beleuchtet ist. Können wir nämlich durch. Na, unten sind Pots. Den würde ich gerne ran wollen. Ja,
und notfalls ist sie halt direkt durch die Tür ganz normal durchkommen. Vergessen darf, den Dämonenalter kann man versuchen mit einem Holzhammer kaputt zu machen. Klappt aber nicht in der Richtung, weil man erleidet dann Schaden. So, wir haben hier aber was, eine gute Vorlage zum Runtergraben. Werde ich jetzt auch mal tun. Ohne dass wir an der anderen Seite vergraben, sozusagen geht das Wasser dann da ein bisschen weg. Wie man jetzt sehen kann, so schön. Hier geht das Wasser hier weg, 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 weg. Und dann haben wir hier nur noch so einen kleinen Pool, den wir ganz leicht hier einfach rüber kippen können. So. Jetzt dürfen wir natürlich nur hier graben. Und schon hat man ihn hier. So. Oh, Wurm! Kleiner Wurm, aber nur. Wo ist er? Stirb! So. Das sind natürlich nur so kleine Würmchen, die sind nicht so schadhaft wie die großen, aber trotzdem sollte man nicht mit denen, also sollte man die nicht unterschätzen, denn Kleinvieh macht ja auch Mist. Also wir haben nur 120 Leben. Das ist nicht so die Sache, dass wir 3 Millionen Leben haben und uns das erlauben können, einfach blöde Hits zu nehmen. So, ich denke, das hier ist Kupfer und da links ist entweder auch Kupfer oder noch mal mehr Eisen. So. Ah, scheint nach Eisen. Stein, das sieht man glaube ich. Ja. Ah, ich glaube, ist aber nicht genug für unseren Boss, oder? Oh, oder? Was haben wir denn hier eigentlich? 10 Stück. Also Rechtsklick. Rechtsklick kann man die halt wieder wegmachen. Ja, von den Steps hier. Mal hier oben gegen und springen hier raus. Und mal einen dagegen, springen hier raus. Nehmen wir hier. Schön das hier. Ja. Hier rüber. Klack. Ah, nee, gar nicht. Wir gehen nicht tiefer, weil hat ja keinen Sinn. Wir konnten ja nichts finden. So, dann machen wir die Facke mal hier weg. Die haben wir jetzt auch. So. Hier auch. Und die hier. Und die hier neben dem Altar brauchen wir auch nicht. So. Hopp, hopp, hopp. So. Das ist wieder hell. Ich sehe da
ja noch Metall. Also Eisen sehe ich hier. Gut, aber bevor wir hier was bauen, machen wir lieber das hier so kleiner im Springen. So. Ich sehe, wir haben hier Metall. Und das werde ich auch direkt wieder mit. Ganz einfach. So. Gehen wir trotzdem weiter, was wir hier noch haben. Hoppala. Slime entkommt mir nicht, die habe ich einfach mal so mitgenommen. Oh, hier haben wir sehr viele Muschwumms. Ah, cool, hier ist sogar ein Gang zur Seite. Ah, ist das sogar Eisenbahn hier an der Seite? Ich glaube schon. Aber bedeckt von einem Baum, den wir fällen müssen, leider. Wenn wir an das leckere Eisen da kommen. Sehr gut aus hier die Höhle. Gut. Ja, ein gelber Slime, aber die Slimes, die sind in der Regel eigentlich alle gleich. Außer sind zum Beispiel Mutter Slimes oder so, die haben vielleicht ein bisschen mehr HP. Also ich glaube, der hat 45, die anderen oben haben glaube ich noch 30 an dem oben und die halten halt aus. Aber ist jetzt nicht so, als wäre das ein komplett anderer Gegner. Hoppa. Dann haben wir hier eine Fahne, Fackel hin. So. Hier runter. So. Das hier ist Leuchtwurzsaat. Daraus kann man so welche, glaube ich, Leuchttränke herstellen. Oh, ich sehe hier Metall. Also Eisenerz. Und ich sehe zwei Pots hier unten. Wenn wir zum Menü tun. Na, was ist das denn? Hier ist noch ein ganz normaler Stand. Oh Gott. Wieder ein paar. So, raus hier. Einen schwachen Heiltrank, ja. Ah, da unten kann man sehen, wo jetzt mein Mauszeiger ist. Da ist sozusagen so eine Art Falle, ja, so wie eine Pressure Plate. In der Richtung. Ich glaube, das hier oben ist komplett Eisen. Super. Klar, das ist alles hier Eisen. Ab, 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 ab. Statt irgendwas zu bauen, können wir das einfach so machen. Da oben sehe ich, ist auch noch ein Pott. Juppa! Klack! So, was haben wir denn hier noch? Da haben wir nochmal diese Leuchtcloud. Ab und zu ist bei den Leuchtwurzeln auch so ein Stab dabei.
haben wir Silber. Und die Musik ändert sich direkt in Untergrundmusik. Ah, unterm Silber ist sogar noch Kupfer. Boah, das ist nicht schön. Okay, irgendwas hat gerade so komische Geräusche gemacht, als wäre so irgendwie eine Vase kaputt gegangen und ein Schleim kaputt gegangen. Ich sehe da so einen Schleim auf mich zukommen. Also, und der leuchtende Block da hinten ist zum Beispiel so ein Demonite-Block. So ein Dämonen-Ding. Den braucht man natürlich für später irgendwann mal, ne? Nehmen wir. Den können wir, glaube ich, auch noch gar nicht abbauen. Ich weiß jetzt nicht, welches Material. Ich glaube, man braucht mindestens so eine Gold-Axt. Gold-Pickaxe, um den abzubauen. Bin mir auch nicht sicher. Weil natürlich aus ihrem Material kann man natürlich keine Pickaxe machen. Oder aufwertbare Pickaxe machen. Dann haben wir noch ein bisschen... Oh oh. Komm her, komm her! Wo bist du? So. Tot ist er. Fällt natürlich in seine ganzen Einzelteile. Haben wir noch ein bisschen Gold, dann nehme ich mit. Ich glaube, das wäre eine Schande, das Gold da liegen zu lassen. So. Okay. Ich denke, dann gehe ich jetzt mal raus. Guck mal. Wie das aussieht, was wir noch so alles bauen können von den Materialien, die wir bekommen haben. Naja, den gelben Schleim lassen wir mal nach unten. Und wissen auf jeden Fall, dass wir hier eine Höhle gefunden haben. In der Richtung zum Erkunden. So. Können wir nämlich das hier einfach an der Seite entfernen. Hier durch und hier oben einfach drauf hüppeln, um hier hochzukommen. So. Genau gleich, ungefähr in dem gleichen Prinzip machen wir das hier so weiter. Sozusagen so kleine Esses immer bauen. Gut, dann gehen wir mal in unsere Basis. Wird ja schon langsam wieder dunkel. Mal hat man hier zu, dass keiner reinfällt. Haha. Slime, der da drin ist. Fackel weg. So, die Samen, die wir hier finden, können wir natürlich nur so lange finden, solange wir auch dieses Blastrohr bei uns im Inventar haben. Wenn wir das rausnehmen, können wir natürlich wieder keine Samen finden. Das ist natürlich klar. Oder sollte zumindest klar sein. So. Wir haben gründlich immer so ein bisschen Holz herum. Gut, dann hier. Ich glaube, ganz unten sind die Barren. Silberbarren, 10 Eisenbarren, 15 Kupferbarren. Zu dem, was wir noch dazu in unserer Truhe haben, kommt da natürlich einiges dazu. Gold haben wir leider nicht genug. Wäre nur ein Eisenbarren, aber 14 davon. So, können wir uns jetzt nämlich einen Amboss machen. Ist ein guter Amboss da. Amboss.
stellen wir mal direkt in die Nähe, dann können wir mal direkt einschmelzen und so was. Und jetzt können wir schon sehen, wir können Kupferbogen machen. Nehmen ein Kupferbreitschwert zuerst mal, das ersetzt uns das hier. Das Holzding, ne? Ein Silberkurzschwert, Breitschwert brauchen wir nicht. Das einzige, was wir, worauf wir als nächstes Eisen sparen, ist dann glaube ich die Pickaxe. Ich glaube, als nächstes müssten wir endlich mal daran setzen, uns Sand zu finden. Einiges an Sand, weil wir können dann Flaschen draus machen. Und so in der Regel. So, klicken wir mal hier rein. Eisenbarren, Silberbarren. Wir wollen in der Regel. Dann kann ich die Kupfer auch rausnehmen. Oh nein. Gucken hier. Bisschen nach Equipment. Genau. 20 kann ich mir Schuhe machen oder ein Kupfer. Ich glaube, ich nehme die Schuhe. Das sieht dann direkt aus. Ach so. So. Haben wir hier schon mal schöne Schuhe. Welche, die sind geeignet. Gut. So. Machen wir den dann jetzt so. 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 Aber das nehme ich auch. Silber. Das. Leuchtwurzsaal kann platziert werden. Dann wächst Leuchtwurz raus oder wir können die glaube ich für Tränke benutzen. Steinblöcke. Ich glaube als nächstes brauche ich einfach so einen Stein aus, dann ist das auch wieder klar. So. Und die Dinger kommen ja. Eine Granate. Kritisch sehr langsam, sehr starker Rückstoß, eine kleine Explosion, die keine Felder zerstört. Also es ist echt nur zum. Da, wir haben da die Müllsonne hier, das Holzschwert können wir wegschmeißen. Und das Kupferschwert, weil wir haben ja unser Kupferbreitschwert. Das macht halt mehr Schaden. Schnell, mittlerer Rückstoß, das ist halt langsam leider. Und mit dem hatten wir aber auch schon Glück. So, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und seid auch im nächsten Part Terraria wieder mit dabei. Bis dann, tschüss.